Ulysses Spieles erste Eigenentwicklung in Sachen Gesellschaftsspiele ist Aventuria. Das Abenteuerkartenspiel in der Welt von Das Schwarze Auge kombiniert ein flottes Deckbuilding-System mit den Mechanismen und Abenteuern aus Deutschlands beliebtestem Rollenspiel. Ihr habt Aventuria gekriegt, ohne dass es zu dem Zeitpunkt raus war. Die Leute müssen es wirklich haben wollen. Ja, ich meine, gut, sie haben es schon spielen können auf ein paar Veranstaltungen und auf der Messe in Essen letztes Jahr konnten sie ja tatsächlich auch die 200 Vorab-Exemplare kaufen. Aber jetzt ist es endlich da. Oh mein Gott, bin ich froh. Ich muss keine Karten selbst zeichnen. Es kann nur einen Deadpool geben. Okay, wer schon einmal auf einer Cosplay-Convention war, der weiß, dass das nicht stimmt. In Return of the Living Deadpool hat unser Lieblingssöldner eine Heilung für die Zombie-Apokalypse gefunden. Die macht allerdings jeden Untoten zu Deadpool. Oliver Bowden hat mit Assassin's Creed Underworld einen Roman zur Hit-Videogame-Reihe verfasst, der an das Setting von Assassin's Creed Syndicate anknüpft. Kein RPC-Award ohne Piraten. Corporate Piracy ist der zweite Kampagnenband aus der Tale of the Longfall-Reihe für das kultige Piraten-Tabletop Freebooters Fate. Zombicide ist das Zombie-Tabletop-Brettspiel schlechthin und fing den Geist beliebter Kino- und TV-Verlagen perfekt ein. Die Black Plague-Version überträgt das geniale Spielprinzip ins Mittelalter. Du bist zu Asmodee gewechselt und auf einmal kommen hier eine Menge Preise rein. Liegt es an dir? Das möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich glaube, dass wir gemeinsam eine Menge daran tun, dass genau das passiert. Dafür bin ich auch sehr dankbar für unsere Fans, dass sie so fleißig abgestimmt haben. Ohne die hätten wir die Preise auch nicht gewonnen. Die Kult-Adventure-Trilogie Deponia von Daedalics Comedy-Genie Pokey erhielt, sicherlich zuletzt aufgrund der Millionen von Fans, einen vierten Teil. Die Zeitreiselogik in Deponia Doomsday sucht ihresgleichen und sorgt für originelle Puzzles. Über die Story und ihre Moral werden die Spieler nun wieder jahrelang diskutieren können. Benimm dich bitte auch entsprechend. Fallout Shelter ist der mobile Ableger der Kult-Rollenspielreihe. Hier verwalten und bauen wir die ikonischen Walls, um dort Überlebende der nuklearen Apokalypse unterzubringen. Das Adventure The Whispered World ist einer der frühen Hits von Daedalic Entertainment und besticht mit Witz, Atmosphäre sowie einem denkwürdigen Twist. Jetzt auch auf Handys und Tablets. Du hast einen Rucksack voll Preise entgegengenommen. Wie geht's dir? Ich habe keinen Rucksack dabei. Du hast also volle Hände gleich. Ja, aber ich habe Gott sei Dank einen Kollegen mit, der hat einen Rucksack dabei, weil wir bringen die ja nur nach Hamburg. Aber zumindest, ihr seid Daedalic West, aber man merkt, Daedalic hat eine riesen Fanbase und das ist auch eure. Ja klar, also es ist total beeindruckend, vor allen Dingen gegen welche Spiele man da so angetreten ist. Und man kann schon sagen, gerade bei den Online-Awards, dass also wir können uns nur bei den Fans bedanken, weil offensichtlich waren viele der Meinung, dass wir da ganz vorne mit dabei sind. Der Urbeck Verlag machte aus den Kult-Adventures der Deponia-Reihe von Daedalic mit Hilfe des Weltenschöpfers Pokey ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, das der Vorlage in Sachen satirischem Humor und Grafikdesign in nichts nachsteht und Adventure-Mechanismen innovativ für den Spieltisch umsetzt. Die fünfte Edition von Das Schwarze Auge vereint die Einsteigerfreundlichkeit und das hohe Spieltempo früherer Editionen mit der Spieltiefe, die die Fans aus DSA-4-Zeiten gewohnt sind. Das Schwarze Auge ist jetzt auch vollfarbig und bildet mit seinem wunderschönen Artwork Aventurien so plastisch ab wie nie zuvor. Das freut er natürlich selber, also für die Marke, aber halt auch für die Teams. Ne? Ob jetzt Marco Hüllen für Whispered World so stellvertretend als Team oder der Jan, also der Poki, für die Deponia-Sachen. Zwei durfte ich behalten, den Rest haben die Kollegen mitgenommen. Und ja, ich hoffe, es wird auch in Zukunft keinen RPC-Award ohne Ulysses-Spiele geben. Markus Heitz' Die Zwerge-Romane erhalten eine würdige Umsetzung als actionreiches Taktik-Rollenspiel von King Art. Voller Humor, fantastische Animationen und in Zusammenarbeit mit dem Autor selbst. Most promising für die Zwerge, jetzt müsst ihr aber auch halten, was ihr versprecht. So sieht das aus, das hatten wir aber eh vor. Das liegt nicht nur an dem Preis, dass wir das Spiel so machen wollen, wie wir wollen. Ihr habt ja jetzt auch eine Verpflichtung, ihr macht Kickstarter und ihr liefert aus und ihr liefert aus in der Qualität, die ihr versprochen habt. Das ist aber auch ein harter Job, die Erwartungen sind groß, oder? Das ist ein harter Job, aber wir haben es zweimal hingekriegt. Wir haben es vor, das dritte Mal hinzukriegen, weil wir auch gerne einen vierten Kickstarter machen wollten. Und ich sag mal, für uns ist das tatsächlich das, was viel relevanter ist, was die Fans sozusagen erwarten und dass wir das einhalten können. Und das ist das, woran wir hart arbeiten. Von X-Core, die auch die Musik für diese Einspieler bereitgestellt haben, stammt der Soundtrack zur Neuauflage des Fantasy-Rollenspiels Earthdawn, der die Stimmung des Klassikers perfekt einfängt. Aqua, A Symphony of Life ist das aktuelle Konzeptalbum von Erdenstern und beschäftigt sich mit der Welt unter und auf den Ozeanen. Natürlich auch wieder perfekt geeignet als Untermalung für passende Rollenspielsitzungen. Ihr produziert Fantasy-Musik schon seit Jahren. Ist das etwas, wo ihr niemals wieder von loskommen werdet? Es ist eine Sucht. Und die Fans haben auch wieder heute gesagt, so geil, neues Album.
was ist das Nächste, welche Projekte habt ihr? Also die lassen uns auch nicht in Frieden. Und der Feedback auch heute war wieder so, nee, wir müssen die Wochenenden durchmachen für so ein Projekt, weil es bringt Spaß und es ist die Leidenschaft, Musik zu machen. Wie groß ist euer Team eigentlich? Wir sind zu dritt, zwei Herren und ich. Und oft sind das lustigerweise bei Rätsel so die drei Jungs von Erdenstern. Nee, wir sind zwei Jungs und ein Mädel. Okay, das haben wir jetzt endlich mal klargestellt. Genau. Dankeschön. Das Team von X-Score hat auch einen Preis bekommen und ihr macht Musik für uns. Wie sieht's damit aus? Super sieht's damit aus. Wir haben ein tolles Main-Theme geschrieben, wie ich finde, was irgendwann mal fertig werden wird. Und ja, eigentlich freue ich mich jetzt auch schon darauf, dass es jetzt weitergeht mit Space. Also da bin ich auch heiß drauf jetzt auf den Film. Okay, und nachdem ich das jetzt missbraucht habe, um nachzufragen, wie es mit der Musik steht, wie fühlt sich das an mit dem Preis? Wie geht's euch? Ziemlich gut, vor allen Dingen, weil wir auf Earthdawn schon ziemlich stolz waren, weil es ein tolles Projekt war. Wir haben viel mit Ulysses dran gearbeitet, um den richtigen Sound zu finden für Earthdawn. Und ja, ich habe eine große Leidenschaft für alte Soundtracks im Stil von Conan, Basil Polidorus, Jerry Goldsmith. Und deswegen war es umso großartiger für uns, einfach was in die Richtung schreiben zu können. Und naja, dass es jetzt auch noch so gewürdigt wird, ist halt echt das große Highlight für uns, auf jeden Fall. Okay, dann feiert noch schön. Viel Spaß. Ja, danke schön. Vielen Dank. Das sind